Ja, mach die Illusion fertig. Nee, mach sie nicht fertig. Gut. Dass die Illusion so knapp überlebt, ist okay. Das ist das Einzige, was ich nicht so, was ich nicht unbedingt bräuchte. Ta, Axt gegen Lanze. Mann, das ist schlecht. Oh, die Miss Strangelove rekrutiert den guten Joma Bo. Willkommen bei den Scheinskorpionen, lieber Joma Bo. Du hast soeben einen Sub bekommen. Von der lieben Miss Strangelove. Und da machen die Illusionen den Typen sogar noch fertig. Ja, die liebe Miss Strangelove, die ist einfach viel zu lieb für diesen Stream. Feuer? Seraphim. Moment, dazu brauchst du dich nicht bewegen. Seraphim. Kostet 4 Leben. Treffergenauigkeit 90. 70, 80. Nein, so einfach so eine weiße Kugel hinfliegen lassen. Bup, bup. Also, Keim, ich hoffe, dir gefällt es aber hier. Und falls du irgendwelche Fragen hast, wir haben nicht nur Miss Strangelove als Mod. Und natürlich bin ich auch immer da. Und gerade wenn ich so etwas spiele, was Strategie ist, wo man nicht Live-Action immer aus das Auge drauf haben muss, dann ja, dann bin ich eigentlich immer für den Chat da. Kaui, oh, noch einer, der die Klasse wechseln kann. Ja, so kannst du es auch machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, wir haben da oben nur noch. Moment. Nein. Die Gefahr, dass wir sterben, ist zu groß. Okay. So. Du, mein Lieber, kannst einfach draufkasten. Sie macht live, also sie cosplayt den dann, Jomabo. Ja, Keim, ich spiele noch Pokémon, nur aktuell LP ich gerade die neueste Edition, deswegen kann ich noch nicht kämpfen. Erst wenn ich damit durch bin, gibt es dann auch wieder ein paar Kämpfe hier. Naja, das Problem mit Strangelove ist, wenn du ein Jahr nur mit Spielen verbringst, hast du sicher alle Skins. Also brauchst keine Lifetime verwenden, oder? Und ich glaube, wenn du ein Jahr lang spielst, hast du mehr wie alle Skins. Du hast sogar noch was über. Valver hat so wenig getötet. Siehst du, Miss Strangelove, da kannst du schon mal mit anfangen. Vielleicht könnt ihr ja das zu zweit cosplayen, du und. Wenn ich mich an den Namen erinnern würde. Tut mir echt leid, ich bin mit Namen so schlecht. Irgendwas mit Adrian oder so? Nee. Komm now. We'll gain nothing by lingering. Wait, we didn't get to properly. And they're gone.
And we are gone. So. Okay. Ah, ich verstehe, die reiten jetzt im Prinzip wild umher. Jetzt ist die Frage, können wir, wenn wir hier hingehen? Ach, mit jedem Move, den wir machen, ändert sich was. Oh, da sind die. You saved us on the Zofian coast, and we are greatly in your debt. Are you perchance headed to Greed's Citadel? It appears my sister Est is being held there. If such are your intentions, perhaps we could travel together. Keim, da wird dich vielleicht in den nächsten Wochen was interessieren, weil ich und ein Kollege der Eisseele, den du vorher vielleicht noch gesehen hast, der geschrieben hat, wir wollen Monster Hunter zusammenspielen, sind mehr oder weniger Neuanfänger im Monster Hunter, beziehungsweise ich habe schon länger nicht gespielt auf dem 3DS, aber wir wollen damit anfangen. Er selbst macht ab und zu sogar was auf der PS4, also könntest bei ihm mal reingucken. Er hat zum Beispiel Persona 5 hat er gemacht. Und ich weiß nicht, was er jetzt denn noch hatte. Ja, wir nehmen jeden mit. Wir nehmen wirklich jeden mit. Alle sind willkommen. Selbst Frau und Koch. Verzeihung, ich bin Koch, also. Besser gesagt, ich war es, bis ich den Zorn meines Herrn auf mich tue. Jetzt will er mich töten, es sei denn, ich bereite den leckersten aller Fische zu. Da verwechselt man einmal Zucker mit Salz und soll mit dem Leben zahlen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat mein Herr feine Geschmacksknospen. So leicht wird er mir nicht, mich nicht vom Haken lassen. Verzeiht das kleine Wortspiel. Ich muss ihm den schmackhaftesten Fisch aller Zeiten servieren. Dagon. Das ist nun aber nichts, was man beim Fischverkäufer auf dem Markt fände. Bitte helft mir, mein Leben hängt an einer seidenen Angelschnur. Wenn ihr eines Dragonfilets habhaft werdet, so lasst es mich bitte wissen. Ja, suchen wir. Hier im Hafen von Sophia sollte es angeblich einen Meisterangler geben. Wenn irgendwer einen Dragon fangen kann, dann er. Er ist entweder aufs Meer gefahren oder vertreibt sich die Zeit in der Schenke. Siehst du, wenn du es auch spielst, kannst du uns zumindest zugucken, vielleicht unterstützen oder im schlimmsten Fall, wir werden ja bestimmt auch mal eine Vierergruppe aufmachen, dass man da vielleicht auch Zuschauer mitnimmt. Schenke oder Kai? Gehen wir mal zum Kai. Das sind nur Katzen. Katzen. Da stellt sich mir natürlich die alteingebrachte Frage an euch. Was für ein Typ seid ihr? Katze oder Hund? Nicht Hund, Katze, Maus, sondern einfach nur Katze oder Hund. Laut Fuge? Oder Fugu? Fugel? Vogel? Wie furchtbar. Oh, ich muss es unbedingt zurückbekommen. Nur wie? Und dann sagen wir, was Vogel zu sagen hat. Ich bin das Oberhaupt der Familie Vogel. Ist euch der Name ein Begriff? Ich glaube, es geht um Schild, oder? Kürzlich brach ein Dieb in unser Heim ein und stahl einen wertvollen Schild. Der Schild ist uraltes Erbstück, das Familienwappen ist darauf abgebildet. Er ist unersetzlich. Wenn ihr ihn nicht findet, ist die Familienehre besudelt. Den Einbruch beging einer von Griefs Männern. Der Schild der Familie Fluge ist jetzt bestimmt in Griefs Schatzkammer. Wenn ihn ein Ausländer kauft, ist der Schild für immer verloren. Es sieht so aus, als wärt ihr eine fähige Truppe. Beeindruckend. Wärt ihr bereit, Grief den Schild der Familie Fuge abschwänzig zu machen? So als Fuge würde sich natürlich aufs großzügigste erkenntlich zeigen. Mal sehen, was der Schild kann. Oh, da ist der Meisterangler. Na, na, Jomabu, jetzt nicht so. Ich finde Hunde wesentlich. Also, ich bin auch eher der Hundetyp anstatt der Katzentyp. Und außerdem hat die Natur keine Hunde hervorgebracht. Theoretisch gesehen sind Hunde nur domestizierte Wölfe.
bist vom Tempel am Meer, dir schulde ich noch was. Wenn du irgendwann mal ein Problem hast, sagst du Bescheid, ich helfe. Hä? Einen Dagon willst du angeln? Meine liebe Scholle. Dagons sind miese Biester. Mehr wie Drachen als wie Fisch. Aber Dagonfilet, oh ja, das soll süß wie Nektar schmecken. Problem an der Sache, Dagons haben Adleraugen. Sie sehen die Schnur sofort. Brauchst du eine Schnur, die zwar robust, aber klar wie Glas ist. Wenn du sowas findest, werfe ich die Angel für dich aus, keine Frage. Find mir eine Schnur zum Dagon-Angeln und ich angel dir einen Dagon. So, und wo finden wir das? Frau vom Wirt. Frau vom Wirt. Ach, wo bekomme ich denn nur die Zutaten für endlich Kekse her? Können wir die Backzutaten überreichen? Oh, wie gütig ihr seid, vielen Dank. Nun kann ich backen und ein Lächeln auf die Gesichter meiner Kinder zaubern. Lecker, lecker Keks. Tipp, top und knusprig. Sind sogar mehr geworden, als ich gedacht hatte. Nehmt euch einen. Honigkeks. Ach ja, der gute alte Jumabo. Mal sehen, kriegen wir hier sowas wie eine Angelschnur? Haben wir sowas vielleicht im Inventar? Wir haben Korallensplitter, Korallensplitter bis zum Übermaß. Orangen, halbes Brot. Ich denke nicht, dass wir etwas hier finden. Scheiße! Ich habe das nicht gemerkt. Ja, der 3DS ist ausgegangen. Ich hab's überhaupt nicht gemerkt. Oh je, so viel nachholen müssen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass er den sofort speichert, aber ich glaube, wir haben nach dem Kampf gespeichert. Ja, genau, nach dem Kampf ist gespeichert. Und jetzt können wir hier runtergehen, dann passiert wieder dasselbe. Ja. Also das mit dem Nicht-Speichern, das ist normal. Das Problem ist, die Konsole hier... Moment, ja, wir machen ja. Ich mach das im Schnelldurchlauf durch. Du darfst nicht vergessen, diese Konsole ist nicht von 2018. Diese Konsole ist irgendwie von 2014, 15? Wahrscheinlich älter.
So. Okay, dann bewegen wir uns mal zur Schenke. Hören uns das hier noch an. So, der Frau wollen wir nichts geben, weil wir haben Honig und Brot, die sind, glaube ich, besser wie das Honigbrot. Der Punkt ist, ich habe das Blinken nicht bemerkt. Normalerweise blinkt der rot auch. Der hat ja ein extra Lichtle. So, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir so eine Schnur her? Ich meine, Moment. Der hat 30. Was hat sie? Ah, okay, jetzt sind sogar andere da. Hier, Genie. Ja, ich weiß gerade das Alter auch nicht genau. Ja, weil sie gerade gefangen ist. Said she was opening a shop with some boy she was fond of. She does what she wants and says what she wants and damn the consequences. Ja, Neid steht aber den meisten nicht gut zu Gesicht. Wir haben jetzt insgesamt 11 Abonnentenpunkte. Ich meine, wann sieht Twitch ein, dass einer der größten Kanäle aller Zeiten wird und ihr seid dabei? Habe ich nicht übertrieben? Habe ich was gesagt? Ich weiß von nichts. Warum stehen die alle am Eingang rum? So. Und ich kann nirgendwo was kaufen. Wofür habe ich eigentlich die ganzen Münzen? Ich meine, ich habe 119 Münzen. Wo soll ich die ausgeben? Kann ich. So. Hier kann man nichts kaufen, weil hier gibt es keine Läden. Na, ach so, wir müssen aber mit euch noch was machen. So, da kommt mir diese Reiterei entgegen. Ach, und wir verteidigen uns hier, indem wir. Sehr lustig. Oh je, sehr scheiße. Was ist mit dir los, Clive? Leute mit hoher Verteidigung. Hat die wirklich nur 5 Verteidigung? Nein, die hat 8. Ich dachte gerade.
mother walks with me. Fine, twist my arm. Okay. Warum ist die Blechdose da vorne hinten? So, Heiler nach hinten. Halt, Moment, du hast Ritter tot. Du bist deren allgemeiner Erzfeind. Also. So. Und jetzt Arm noch hinterher schicken. So. Dazu müsste ich eine Karte haben. Das wäre cool. Also es wäre cool, wenn so viel. Oh Scheiße, ich hoffe. Ich mag den Charakter, aber ich mag nicht, dass er tot ist. Okay. Ich mag ihn nicht mehr, wenn er tot ist. Zack. Haus weg oder so, Angriff. Fähigkeit, starker Schuss. Das Gute ist, der Fluss hilft uns. Oh, Tobin kann die Klasse wechseln. Der hier braucht dringend Hilfe. So. Oh, dann könnte ich mir auch welche kaufen. Der Lucio-Skin würde übrigens Strange wahrscheinlich auch gefallen, würde ich tippen. Oh, das wird ein bisschen viel. Okay, gut. Ich hoffe, er macht die zwei so. Ach nee, jetzt verarsch mich. Jetzt hast du auch noch einen kritischen. Oh, sie kann ja wirklich nicht viel ausrichten. Oh, da sind die Schützen. Schnell weg mit dir. So, schießen wir mal auf den. Das ist wirklich nicht gut. Ich bin wirklich ein wenig erschüttert.